Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute mal kürzer, weil ich eigentlich im Prinzip nur noch einen kleinen Nachtrag eintrage. Kann man das so sagen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Gott. Ich habe was sehr Wichtiges am Mittwoch vergessen und das wollte ich euch jetzt noch kurz erzählen. Nämlich, ich habe bei der Kreissparkasse ein sehr tolles Angebot bekommen mit 16 damals, nämlich eine Prepaid Mastercard. Die gibt es aber auch als Prepaid Visa-Karte. Und das habe ich dann auch umgesetzt und habe mir eine geholt. Da kann man auch übrigens dann individuelle Muster drauf machen oder Bilder, was ich auch toll fand. Ich habe so eine Katze und glaub eine Schildkröte oder eine Ente. Ja, eine Ente. Katze, eine Ente. Und dann habe ich die auf jeden Fall beantragt. Und ja, da kannst du dir dann immer so, sagen wir mal, 10 € drauf laden. Über natürlich ein Konto ist leider Gottes nicht anders möglich, aber da kannst du immer 10 € draufladen und oder auch einfach ein bisschen mehr, halt so viel wie du brauchst. Und dann kannst du das ausgeben und hast dann nicht irgendwie so Schulden oder so, sondern hast immer einen guten Überblick über dein Guthaben. Und ja, das ist dann schon praktisch, muss ich sagen, an dieser Stelle. Was ich daran etwas unpraktisch finde, ist natürlich, dass es so 3 Tage Minimum zwischen dem Moment, wo du das Geld die Überweisung in Briefkasten schmeißt und du das Geld dann auf deinem Konto hast, vergeht dann schon so eine gewisse Wartezeit. Aber so alles in allem finde ich es wirklich gut, dass du behältst einen Überblick. Du hast nie irgendwie zu viel. Also, wenn du natürlich regelmäßig auch einen Auszug holst. Wenn nicht, dann verlierst du den Überblick echt schnell. So geht es mir oft. Aber wenn du einen Überblick hast, dann ist natürlich immer so viel da, wie du brauchst. Nie mehr oder weniger. Du gerätst nicht in Schulden rein, weil du eben nicht überziehen kannst, weil du hast wirklich nur dieses Guthaben und nicht mehr und nicht weniger. Und du, ja, du kannst eben wortwörtlich, damit kannst du alles machen, was du mit einem normalen Mastercard auch machst. Nur eben mit diesem Bonus, dass du da eben überweisen musst und dann halt keine Schulden dir so richtig machen kannst. Außer natürlich, wenn du dann dir Geld von Freunden oder so leihst. Aber rein von der Bank her kannst du dann keine Schulden machen. Ich mache das regelmäßig, also ich zahle oft mit meiner Karte. Da habe ich aber auch nie so ein festes Guthaben draus, sondern wirklich immer bloß so viel, wie ich gerade für meine nächste DVD oder meinen nächsten Film oder so brauche. Und ja, das ist dann schon praktisch. Des Weiteren, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt heutzutage immer noch so ist, aber als ich damals die Karte bekommen habe, war die Regel, 12 € im Jahr, also bis zum 18. Geburtstag und nach dem 18. Geburtstag sind es dann halt 24, das macht dann 2 € im Monat und das finde ich mehr als gut und gerecht. Also viele zahlen da viel mehr bei der Mastercard. Ja, und das wollte ich einfach noch so erzählen. Was ich aber auch erzählen wollte, war, dass es manche Banken gibt, die den Service anbieten, einen Berater oder jemanden, der ja oder eben einen Mitarbeiter auch zu dir zu schicken, um dann dort die Sachen mit der Bank abzuklären. Und sowas finde ich sehr praktisch. Ich bin froh, dass meine Bank sowas macht, weil ich gehe ja nicht so oft vor die Tür. Ja. Gut, das wollte ich euch dazu erzählen noch. Und ja, es ist schon eine tolle Sache, sowas, wenn man so Möglichkeiten hat. Und ich dachte einfach, mir war es noch wichtig, das mit der Prepaid-Karte zu erzählen, weil das ist echt eine gute Sache. Und da kann man sich wortwörtlich dann, ja, auch wenn es blöd klingt, aber man kriegt da irgendwie dann wirklich einen besseren Überblick und hat dann keine Schulden, weil Schulden sind wirklich was, was man sich nicht machen sollte, weil am Ende die kriegt man selten nur wieder abgezahlt.
Und wenn man sich Schulden macht, dann besser bei der Familie, also bei Eltern oder so, weil die sind da gnädiger als jede Bank und jeder andere. Ich habe mir natürlich auch schon mal Schulden gemacht. Ich glaube damals 5 Euro, weil ich irgendwie ein Kaugummi wollte und Mom gesagt hat, also den gibt's jetzt nicht oder irgend sowas. Aber ich habe mir auch schon mal hin und wieder Schulden gemacht oder von der DVD. Aber ich habe sie dann auch immer wieder zurückgezahlt. Und das ist mir so, das ist so sehr wichtig, wenn man, dass man einen guten Überblick über die Finanzen behält, weil wenn man die aus den Augen verliert, das ist einfach furchtbar und katastrophal. Gut. Das war eigentlich alles, was ich euch noch erzählen wollte. Ich kann euch jetzt noch erzählen, was ich heute mache. Also heute spiele ich noch die Sims. Wobei ich da auch erzählen muss, dass mich das zurzeit echt aufregt, weil mein Sims-Spiel, die Sims 3, stürzt zurzeit ständig ab. Ich habe aber auch die Sims 4 noch parallel drauf auf dem Computer und es nervt. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass sie sich gegenseitig stören. Naja, auf jeden Fall spiele ich trotzdem nachher noch ein bisschen die Sims. Ich verbringe heute auf jeden Fall auch noch etwas Zeit mit meinen Eltern, wie immer. Morgen bin ich bei meiner Babette, da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich heute noch mit Isa etwas Zeit verbringen, weil die macht mal wieder den Schmollpuh mit mir und ist total beleidigt, weil ich jetzt gerade keine Zeit für sie habe. Aber so alles in allem passt es dann auch schon. Gut, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas. Wo es die Karte jetzt gibt und wie man die beantragt, weiß ich leider auch nicht mehr. Ist bei mir schon echt lange her und ich habe die damals durch Zufall gefunden. Aber man kann ja in der Bank mal nachfragen. Ja, anderen Fragen gerne in die Kommentare. Ja, ihr könnt mir auch über Facebook schreiben, aber auch eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Und sonst wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und hoffe, dass wir uns am nächsten Mittwoch wiedersehen. Tschüss!